Strauße können nicht fliegen. Im Laufe der Evolution haben sie es einfach verlernt. Die Strauße, die vor 20 Millionen Jahren lebten, wussten noch nicht vor großen Raubtieren wie Löwen fliehen. Als sie ihnen später lästig wurden, konnten sie ihnen laufend entkommen. Das energieaufwendige Fliegen war für sie irgendwann nicht mehr überlebenswichtig. Die früheren Strauße hatten deshalb noch nicht so viel mit den heutigen langbeinigen Rennmaschinen gemein. Sie waren kleiner und kompakter, ähnlich wie ein Truthahn. Strauße sind gesellige Tiere und nicht gerne allein. Innerhalb einer Straußengemeinschaft herrscht eine strikte Rangordnung. Mit Drohlauten und Drohgebärden entscheiden die Tiere, wer weiter oben steht. Vor allem zur Paarungszeit kämpfen die Männchen um die ranghöheren Weibchen. Anhand der Vorderbeine eines Straußenmännchen lässt sich gut erkennen, ob Paarungszeit ist. Diese verfärben sich leuchtend rot, wenn es auf der Suche nach einem Weibchen ist. Nach der Paarung baut das Männchen mehrere Nester, aus denen sich die Partnerin das Schönste aussucht. Sie legt zwischen 8 und 12 große Eier ab. Die Jungtiere bleiben bei ihren Eltern, bis sie nach einem Jahr ausgewachsen sind. Weil er fürs Fliegen mittlerweile zu schwer ist und sein Überlebensvorteil im schnellen Laufen besteht, bevorzugt der Strauß übersichtliches, möglichst flaches und weites Gelände. Strauße leben in Süd- und Ostafrikas Wüsten, Steppen und Savannen. Das Gras sollte nicht höher sein als einen Meter. Bäume darf es geben, aber nicht zu viele. Die Rennbahn muss schließlich frei sein und darf Löwen, Leoparden und Hyänen keine Verstecke bieten. Straußeneier gehören zu den größten Eiern der Welt. 25 Hühnereier passen in ein Straußenei. Aus den Eiern schlüpfen nach rund 6 Wochen die Küken, die sich unter den Flügeln der Eltern kuscheln. Ab Tag 3 stachsen die Kleinen los und erkunden die Gegend. Schon nach 3 Monaten sind es Jugendliche mit einem ordentlichen Federkleid. Nur vor Regen schützt es nicht. Der Strauß hat kein Fett im Gefieder. Nässe geht direkt auf die Haut. Nach einem Jahr ist der Straußennachwuchs ausgewachsen. Mit 2 Jahren werden die Weibchen geschlechtsreif. Mit 3 die Männchen. Dann beginnt die Partnersuche von vorne. Weibchen und Männchen unterscheiden sich vor allem durch ihr Gefieder. Männliche Strauße tragen ein schwarzes, weibliche ein braunes Federkleid.
In den Dämmerungsstunden morgens und abends gehen die Vögel auf Nahrungssuche. Strauße sind Vegetarier. Um von Kräutern, Gräsern, Körnern und Blättern satt zu werden, müssen sie 3000 bis 5000 Mal pro Mahlzeit picken. Ihr Magen kann fast 1,5 Kilogramm Nahrung aufnehmen. Ihr Darm ist rund 14 Meter lang.
Der Strauß wurde zum Laufvogel. Mit nur 2 Zehen, damit er schnell laufen kann, ohne Energie zu verlieren. Alle anderen Vögel haben 3 oder 4 Zehen. Rund 2,5 Meter wird ein Strauß groß. Das macht ihn zum größten Vogel der Welt. Mit 150 Kilogramm ist der Strauß auch der schwerste Vogel. Trotzdem kann er mit seinen langen, muskulösen Beinen aus dem Stand rund 1,5 Meter hoch springen. Zutreten sollte er damit nicht. An den Zehen trägt er messerscharfe bis zu 10 cm lange Krallen. Mit einem Durchmesser von rund 5 cm besitzt der Strauß das größte Auge aller Landwirbeltiere. Damit kann der Laufvogel Feinde in 3 Kilometer Entfernung erspähen. Dafür ist sein Gehirn winzig. Kaum größer als eine Walnuss konzentriert er sich auf die wichtigsten Funktionen: Fressen, Flitzen, Fortpflanzen.